Hi und herzlich willkommen zurück bei X4 Foundations. Wie bereits angekündigt und in der letzten Folge angekündigt, haben wir heute vor, einen Sektor einzunehmen. Bin mir nicht sicher, ob das klappt, aber wir versuchen es natürlich. Ich werde erstmal ganz kurz schauen, was unser Angreifer hier macht. Wo ist der? Da. Und soll hier dann erkunden. Okay, das ist gut. Unser Gorgo hängt hier jetzt rum. Das ist auch gut. Da will ich mich nämlich hin teleportieren. So. Perfekt. Den war drinne. System. Nupileus Glück. Ganz genau. Nupileus Glück. Das soll unser neuer Sektor werden. Wir haben derzeit, naja, ein bisschen was auf dem Konto. 2,3 Millionen. Das ist nicht atemberaubend viel. Aber sollte ausreichen. Als erstes werden wir uns mal einen Bauplatz holen. Und zwar schnappe ich mir mal hier einen mit 4x4x4x4x4 und so, ne? Ja. Gut. Gehe hier mal kurz runter und sage, erstelle Bauplatz. Brauche hier anscheinend keine Baugenehmigung, weil der Sektor nicht markiert ist. Okay, alles klar. Dann gehe ich nochmal raus. Gehe hier nochmal drauf und wir erstellen einfach gleich einen größeren. Aber wenn es nichts kostet, können wir natürlich eine größere Station hier nehmen. 5x5x5 sollte aber erstmal reichen. So, hier sind die Tore. Und das heißt auch, mal gucken, hier gibt es anscheinend einen Asteroiden. Sehr merkwürdig. Wenn ich den da jetzt hinsetze. Okay. Sieht das doch ganz gut aus. So. Hier steckt der Bauplatz drinne. Baugenehmigung brauche ich nicht. Gehe auf Weiter und kann dann hier das Modul bauen. Wir müssen unbedingt mit dem Administrationszentrum anfangen. Anders geht es nicht. Gucken mal, ist das jetzt so halbwegs mittig? So sieht es doch ganz gut aus. Also es soll ja nicht ganz mittig sein. Nochmal drauf sich zurücksetzen. Ich glaube, so ist das grundsätzlich in Ordnung. Ja. Und was wir noch brauchen, ist einen Docking-Bereich. Den setzen wir da vorne mal ran. So rum. Ja, ist okay. Genau, das Ganze kostet jetzt... In dem hier mal auch nur eine 90. So. Das Ganze kostet jetzt 1,5 Millionen. Mhm. Das heißt, wir packen dem jetzt mal hier 1,5 Millionen auch rein. So, bestätigen. Und weisen noch ein Konstruktionsschiff zu. Müssen wir natürlich mal gucken, wo das hier zum Beispiel sein könnte. Hier ist zumindest eins beschäftigt und eins noch irgendwo anders. Dann wähle ich mal das. Super. Und gehe hier auf Moduländerung übernehmen. So, und das heißt, dass wir hier in dem jetzt eine Station haben. Wie die heißt, ist ja erstmal egal. Wir müssten mal gucken, noch, wahrscheinlich weil es noch im Bau ist, ist der Sektor nicht unser. Wir müssen jetzt also erstmal beim Bauplan das nötige Zeug ranschaffen. Aktiviere Reiseantrieb. Gucken wir mal. Genau, die holen jetzt hier schon irgendwie über die verschiedensten Händler die Sachen ran. Das sieht doch gut aus. Mal hier nochmal rein. Irgendwie scheint auch der Kundenmodus hier jetzt irgendwie ein bisschen besser zu laufen. Mindestens hat er gerade den Reiseantrieb angehabt. Ist ja auch mal interessant zu sehen. Oh. Guckt mal hier, das ist eine 10er- und Überfallgruppe. Die werden wir mal lieber, weil die hier nämlich in unserem Sektor Hallo ist, auch. Aus dem All schießen. Gucken mal kurz, da ist er nämlich. Wir müssen hier allerdings ein bisschen aufpassen, dass die uns nicht kaputt machen.
So, ich versuche mal hier unten jetzt ein bisschen auch aufs Schild zu achten. Okay, die ist relativ schnell. Das ist eher ungünstig für unseren Flieger. So, ich versuche mal kurz hier in den Schiffsinformationen rauszukriegen. Unser Schild ist ein bisschen runter, ja. Wir müssen also ein bisschen aufpassen. Okay. Ziehen uns dann doch ganz schön was ab gerade. Okay. Nicht, dass wir uns noch hier Hilfe rufen müssen. Okay, wir kriegen sie nicht so richtig zu fassen. Der andere hat uns richtig gut auf dem Kieker gerade. So, den haben wir jetzt mal getroffen zur Abwechslung. So, schauen wir mal. Okay, der ist erledigt. Dann hier zurück zum anderen. Okay, alles klar. Versuch den mal. Okay, alles klar. So, unser Schild war allerdings jetzt etwas runter, genau. Das scheint hier auch die Anzeige in der Mitte zu sein. Und das heißt, habe ich letztens auch gelesen, wenn ich booste, verliere ich natürlich die Anzeige. Also verliere ich das Schild. Das heißt, da müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein. So, jetzt sammeln wir aber hier erstmal den Kram ein. Gibt es ein paar Kristalle und wahrscheinlich auch ein bisschen anderes Zeug. Werden wir gleich sehen. Zack, das haben wir schon mal. Hier gibt es anscheinend noch mehr. In die Richtung. Gucken wir mal kurz, da taucht es schon auf. Ja, Treibstoffkanister. Und hier über uns war noch was. Na, da ist es. Was ist es? Ah ja, okay. Nividiumoxid. So, alles eingesammelt. Ich stopp mal. Trete hier mal zurück. Und lass hier den Kollegen wieder ran. Oder die Kollegin in dem Fall. Hallo auch. Kann hier nämlich eigentlich jetzt weiter erkunden. Wie sieht's hier aus? Der Bau, das dauert alles noch ein bisschen. Aber die ersten Leute sind unterwegs und wir kaufen Waren ein. Der Albatros wird auch bald eintreffen, tippe ich mal. Okay, alles klar. Dann bewege ich mich mal. Wir haben noch 1 Million Credits gerade übrig. Okay, das müssen wir uns dann nochmal in Ruhe anschauen, was wir damit machen. Wir gehen mal auf unser Hauptquartier. Bauplan. Denn hier müsste doch jetzt eigentlich... Das Gewürzteil ist immer noch nicht fertig. Benötigte Materialien, um Änderungen abzuschließen. Irgendwie sind uns hier die Geldmittel dann doch noch ausgegangen, kurz vorm Ende. Gut. Dann bestätige ich hier nochmal, dass die ein bisschen mehr auch kaufen dürfen. Weil hier ist gerade noch ein Achter unterwegs. Okay, ich gebe dir mal hier einfach ein bisschen mehr. So, 50.000. Okay. Dann sollte das doch hier demnächst auch durchgehen. Und hier unten ist noch ein Konstruktionsschiff drin, was hier diese Gewürzproduktion ja dann endlich mal machen sollte. Anfangen sollte. So, bei unserer zweiten Kühlmittelstation sieht es dagegen natürlich hier gut aus. Hier gibt es nichts weiter zum Bauen. Wir haben aber noch ein paar Komponenten sogar in unserem Baulager. Sehr schön. So soll es sein. Wir können hier jetzt mal reinschauen. Kühlmittel. Ha, okay. Hier sind die Honigfresser unterwegs. Gut. Und da könnten wir natürlich mal schauen, dass wir vielleicht noch fürs HQ einen kriegen. Wobei, wenn ich zwei habe, weiß ich gar nicht, ob das so viel sinnvoller dann ist. Wisst ihr, was ich meine? Wenn ich gleich zwei baue, gibt es dann eigentlich Rabatt? Niemand weiß es.
Hier haben wir das Stationskonto. Da nehme ich ihm auch mal ein bisschen was raus. Zack. Die Kosten, ich brauche so 1,6 Millionen eigentlich, ne? Dafür dann. Was ich aber übrigens gerne nochmal nachschauen wollen würde, hier Informationen, bisschen was ist auf dem Stationskonto, genau. Wir haben ja hier unseren Manager. Okay, die ist noch nicht aufgestiegen im Bereich Management leider. Okay, die braucht also noch ein bisschen. Kühlmittelfabrik, Bausachen. Ich würde der auch gerne hier mindestens noch 50.000 als kleines Puffer... Ah, falsch. Als kleines Puffer hier unten in die Konstruktion geben. Habe ich oben das reduziert, das ist nicht gut. So bestätige ich das erstmal. Ist hier bei 80%. Meint er, da kaufen die auch noch ein. Warum nicht? Ja, auch da mal raufgehen. Gehe hier mal auf, auf 80. So. Das reicht doch bestimmt aus. So. Hier stehen die ja immer noch auf 89. Okay. Verschiedensten Leute sind unterwegs. Benötigte Materialien. Hier steht immer noch benötigte Materialien. Keine verfügbar. Also die sind alle auch noch nicht da. Müssten wir hier auch eigentlich sehen. Hier ist nämlich niemand. Genau. Interessant finde ich auch, dass es hier anscheinend keine Abdeckung direkt gibt. Okay. Das ist natürlich schade. Dann schaue ich kurz, wie immer mal, wenn ich gerade nichts zu tun habe, die Aufklärer durch. Der hängt da so blöd rum. Okay. Na gut. Der ist hier. Okay. Hier gibt es noch einen. Guckt mal, da ist ein Beschleuniger. Aha. Das heißt, hier sollten wir eigentlich mal hinfliegen. Das heißt, ich schmeiß hier die Kollegin mal kurz vom Sitz runter. Hier auf den Autopiloten. Wir fliegen da mal hin. Dann haben wir wenigstens kurz noch was zu tun. So, Bauplan, Bauplätze. Okay, alles klar. Das Coole ist auch am eigenen Sektor, dass wir natürlich nichts bezahlen für die Bauplätze. Mich würde interessieren, was hier unten mit der Pharmaziefabrik am Ende passiert. Ja? Die gehört hier zur freien Liga. Wahrscheinlich bleibt die da einfach. Würde ja Sinn ergeben. So, die anderen beiden, oder die anderen, da waren glaube ich zwei, die anderen beiden Aufklärer gucke ich mir noch an. Okay. Gut, das ist unser Angreifer. Und wir gucken mal kurz, hier ist der Kollege. Den, holen wir den wieder? Macht eigentlich auch keinen Sinn. Könnte mir aber eigentlich hier für das Mining von den Kristallen mal so einen kleinen Flieger hinstellen. Der würde ja vollkommen ausreichen. So, mal gucken. So, was mir so ein bisschen fehlt, ist hier Übersicht übers Geld bei den Stationen. Hier unten steht zwar Laderaum immer. Das war eine schlechte Idee. Arbeitskräfte, aber es steht nicht zum Thema Geld. Oh, habt ihr gesehen, hier waren gerade richtig viele Piraten unterwegs. Jetzt wird aber erstmal kurz automatisch gespeichert, darum müssen wir jetzt erstmal kurz warten. Aber ich sollte vielleicht den Aufklärer 1 mal hier hinschicken. Wo sind wir? Dort? Was ist hier für eine Verteidigungsdrohne? Und vielleicht hier mal einen Satelliten setzen lassen. Genau. Danach kann er ja gerne mit seinem Erkunden weitermachen. Genau, wir sind hier gleich auf dem Highway, dann sollte es auch ein bisschen schneller vorangehen. Wir müssen natürlich mal gucken, dass hier unsere Fabrik keine Probleme kriegt, wenn da so viele Piraten unterwegs sind, ne? Genau, Hüllenteile kommen jetzt gleich. Und dann beginnt hier eigentlich auch schon die Konstruktion, die dauert aber an sich schon 15 Minuten. Gut,
sodass wir das wahrscheinlich erst in der nächsten Erreichte Folge System. Hinkriegen. Sündhafte Vergeltung. Werden wir sehen. Und dann müssen wir natürlich noch gucken, wenn wir das überhaupt gebaut haben, haben wir ja eigentlich nur das Modul, um den Sektor für uns zu okkupieren. Und hier schnelle Reise. Und einen Docking-Teil. Das ist ja erstmal noch nicht viel. Ja. Dann müssen wir natürlich auch überlegen, was produzieren wir eigentlich da? Was wollen wir da überhaupt? Ja, aber da es der einzige Sektor ist, ich gehe mal hier nochmal drauf, den wir hier sinnvollerweise gerade kriegen können, neben vielleicht noch dem da oben, Ketzers Untergang. Ja, der sieht ja auch so aus, als hätte der niemanden. Den könnten wir natürlich am Ende des Tages auch noch uns holen. Hier gibt es halt so eine Maya-Staubveredelung. Zu wem gehört die? Ah, ich sehe nicht mal, zu wem die... Pakt von grüne Schuppe. Das ist also eher so ein Piratending. Müssen wir mal gucken, ob wir das überhaupt dann... Ob wir das auch einnehmen wollen oder eher nicht. So, wo sind wir? Ah, wir sind da. Super. Da oben ist der Beschleuniger. Und den schauen wir uns dann doch direkt mal an. Da noch eine Station. Ah, die kennen wir schon. Okay, alles klar. Wie sieht es mit unserem Geld aus? 1,3 Millionen. Ich werde das jetzt nicht gleich verpulvern. Ah, sondern wir werden das Geld mal schön sparen. Und dann vielleicht hier unten unser Hauptquartier entsprechend umzubauen. Autopilot hat total versagt. Autopilot ausgeschaltet. Autopilot eingeschaltet. Gut, okay. So, wir gucken nochmal kurz bitte hier hin. Da kämpft irgendwie die Xenon-Überfallgruppe mit diesem Hightech-Händler. Hier sitzt jetzt unser Satellit und da sitzt der Aufklärer 1 drauf. Dem Aufklärer 1 sollten wir vielleicht mal sagen, dass er hier irgendwo anders hinfliegt. Wo geht's denn von hier hin? Nach da? Nach da? Dann erkunde doch einfach mal hier. Dann ist er hier erstmal wieder ein bisschen aus der Gefahrenzone raus und wir haben hier einfach einen Satelliten. Der macht jetzt hier schon wieder Mist. Achso, weil er wahrscheinlich einfach nur rangeflogen ist. Müssen wir mal kurz gucken, wo sind wir hier? Okay, alles klar. Dann fliegen wir doch jetzt gleich mal durch diesen Beschleuniger hier. Okay, wir passen hier locker durch, der ist relativ groß. Super, da geht's lang. Und schauen wir mal, wo wir hinkommen. Stiller Zeuge. 11. Stiller Zeuge. Aha. Guckt mal, aber das ist doch hier auch ein... Ne, hier steht Argonische Föderation. Und da steht nichts. Aha. Na dann sagen wir doch mal dem... Ne, wir fliegen hier einfach mal kurz durch. Wir gucken mal. Da ist anscheinend irgendwo eine Station, der wir fliegen können. Hier gibt es einen Paraniden-Händler. Aber hier sieht es auch so aus, als wäre dieses Teil noch einzunehmen. Aber trotzdem haben wir nicht alle Sektoren entdeckt. Es gibt anscheinend noch Sektoren, die wir noch aufdecken müssen. Ich sehe hier zum Beispiel, das sieht doch krass danach aus, dass hier noch was fehlt. Ja, macht Sinn. Okay, dann müssen wir mal gucken, dass wir das alles entsprechend abdecken. Wir sind jetzt hier irgendwo dran vorbeigerauscht. Okay. Lass hier einfach den mal weiterfliegen. Guck mal, trotzdem hat der hier erstmal nichts entsprechendes gefunden. Das gehört zu Besitzer unbekannt. Derzeit. Hätten wir da vielleicht doch mal anhalten sollen. Okay, ich drehe hier jetzt einfach mal so einen kleinen Kreis, damit wir mal sehen, dass hier gegebenenfalls noch mehr Stationen gibt. Okay. Sieht erstmal nicht danach aus. Aber ist sehr schön lila hier, muss ich sagen. Meine Güte, guck doch mal. Toll. Hier mal kurz runterbremsen. Ich mag das Licht. Vielleicht können wir hier einfach mal
Hoppala. Oh Gott, jetzt habe ich mich hier ein bisschen verdreht, ehrlich gesagt. So. Ich muss mal gucken, wo genau. Da. So. Machen wir mal den hier. Zack. Ja, Sekunde. So rumgedreht. Ein bisschen die Nase nach oben, bitte. Haben wir schon wieder übertrieben. So, stopp, 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 stopp. So. Zack. Ich möchte mal von dem eigentlich ein Bild machen. Wir machen mal das HUD aus. Zoom hier mal ein bisschen rein. Genau. Und mach mal erstmal so kurz ein Bild. Und dann nochmal so eins. Zack. Cool. Mal hier nochmal rumgehen. Ja, ist nicht so viel cooler von der Seite, oder? Nö, ich glaube nicht. Okay, dann haben wir hier ein nettes Foto. Einfach, weil es hier so schön lila war. Achso, ich muss das HUD mal einschalten, sonst funktioniert das natürlich nicht. Genau. Neues System auf jeden Fall entdeckt. Hier fliegt uns jetzt unsere Drohne hinterher. Ich werde mal mich hier kurz aus dem zurückziehen. Nee, wobei. Macht das Sinn? Ja, vielleicht macht das Sinn. Okay. Also, wir... Quatsch, falsche Taste. Wir stehen auf. Lassen die Kollegin machen. Löschen Hallo. Aber hier raus jetzt erstmal... Sekunde. Gorgo. Der. Entferne alle Aufträge und sagen dem jetzt erstmal hier... Du sollst erkunden. Aktiviere Reiseantrieb. Dann haben die nämlich erstmal zu tun. Ich gehe mal hier zu dem Kollegen. Oder ganz woanders hin. Nö, ich gehe mal zu dem Kollegen. Wir teleportieren uns dahin. Zack. Genau, dann stehe ich erstmal irgendwo drin. Das ist schon okay. Und wir gucken uns mal hier die Bausachen an. Was ist denn hier los? Ist hier ein... Sucht ihr da unseren abzuschießen? So, okay, der sollte jetzt dahin fliegen, genau. Wenn ich das richtig sehe, versucht er hier gerade unseren Satelliten abzuschießen, oder? Meine Güte. Hier auf Bauplan aber mal. Wir sind jetzt bei 25%. Das sieht doch gut aus. Hier unten nötigt noch Hüllenteile, die irgendwie hier auf dem Weg sein sollen. Ich hoffe, der Hightech-Händler, was ist das hier für einer? APV-714 wurde nicht abgeschossen oder so. Das wäre natürlich ja suboptimal. Das Ganze hier, ne? Genau. Scheint ein anderer. Was hier noch so groß ist. Da ist er, APV-714. Das ist das Teil, was uns beliefert. Und hier die letzten... Sachen ranbringt. Hier drüben steht das Konstruktionsschiff. Genau. Und das heißt auch, wir kriegen hier jetzt gleich die benötigten Materialien. Dauert wahrscheinlich noch einen kleinen Moment, bis der da entsprechend am Baulager angedockt ist. Aber insgesamt sollte das funktionieren. Hier unten haben wir ein Schiffslager. Hat Schiffslager. Doch, Schiffslager steht hier unten. 50. Ah, okay. 50 Schiffe passen in das Dock. Okay. So, hier nochmal. Wir sind jetzt bei 1,6 Millionen, an was das Geld angeht. Das klingt ja auch schon mal ganz gut. Könnten wir vielleicht für unser Hauptquartier mal noch ein paar Sachen kaufen. Bei der Gewürzproduktion ist hier allerdings auch noch nicht weitergegangen. Hier fehlt irgendwie... Hier fehlen die 4 Hüllenteile. Und der Händler scheint irgendwie noch auf sich warten zu lassen. Kann auch daran liegen, dass wir hier die Sachen jetzt runtergesetzt haben. Wollen wir die vielleicht nochmal hochsetzen? So. Gucken wir mal, ob das vielleicht das Problem war, dass wir das Geld runtergesetzt haben. Genau hier.
Ist jetzt alles geliefert, richtig? Gut aus. Benötigte Materialien, um die Änderung abzuschließen, 0. Das heißt, hier setze ich jetzt mal auf 80. Übernehme das Ganze. Gehen wir da aber auch schön nochmal hin. Gucken. Genau. Jetzt läuft es hier runter. Er hat alle Materialien bekommen. Und sollte jetzt eben diese 15 Minuten brauchen, um das Ganze zu bauen. Und dann sollte das eigentlich komplett sein. Globaler Preismodifikator. Würde ja eigentlich 70% schon reichen, oder? Ich schon. Warum stehen jetzt hier wieder neue Materialien für eine Änderung drin? Das wundert mich jetzt ein bisschen. Hatte doch eigentlich alle Materialien. Ich gehe hier nochmal drauf. Komisch. Gut. Ich gebe dem hier unten also mal 500.000 Credits. Ich weiß nicht, warum ihm jetzt Sachen fehlen. Vielleicht, weil er den zweiten Teil jetzt irgendwie baut. Ich weiß es nicht. Gut. Aber der soll hier mal die Sachen holen. Hier unten der Albatros ist ja noch zugewiesen. Alles gut. Es liegt anscheinend nicht an dem Modifikator. Wir können den wahrscheinlich locker noch runtersetzen. Der scheint sogar zu hoch zu sein. Erreiche System. Weiter Kontakt. Genau, hier gebe ich mal die 80 rein. Übernehmen das Ganze. Dann machen wir das hier. Gucken wir auch nochmal kurz rein. Da sind es 80. Alles gut. Aber hier ist ja eh alles vollständig. Perfekt. Wir sind auf dem Weg zur Station. Mal kurz. Er fliegt anscheinend hier unten irgendwo lang. Okay, das macht ja irgendwie Sinn. Erreiche System. Und soll er, am Ende soll er dahin, ne? Okay. Wir sind hier gerade. In Ordnung. Lassen wir ihn da lang fliegen, das ist schon in Ordnung. Unser komischer Frachter, weiß ich nicht, der handelt jetzt hier auch immer, eigentlich immer nur in Argon Prime hin und her. Guck mal, ob der Pilot hier wenigstens besser geworden ist. Mindestens ein Zweier-Management jetzt. Ja, aber immer noch komische Sachen in seinem Frachtraum. Also hier zum Beispiel ein Sensorbündel. Ich weiß nicht genau warum. Hier haben wir noch den Pegasus-Angreifer drin. Das heißt, wenn ich jetzt hier auf Informationen gehe und... Nee, nicht Baulager. Komisch. Hier, Baulager. Arbeitskräfte, Schiffshändler. Nee. Was läuft hier nicht richtig? Ah, hier sind jetzt wieder die Schiffe im Bau. Ich kann ihn nicht abbrechen. Geht nicht. Der baut ihn einfach nicht und ich kann ihn nicht abbrechen. Also auf den müssen wir in der Tat warten. Der soll hier nach oben abbiegen. So baut er jetzt nicht den Reiseantrieb rein, aber wahrscheinlich, weil er hier noch einen Moment braucht. Okay. Dann nehme ich den mal raus hier. Setze mich da selber rein. Und sagt dem Ganzen, flieg mich doch mal hier hin. Autopilot eingeschaltet. So, Autopilot drinne. Da drüben geht's hin. Reisedings rein und dann weiter. Hier drüben hängt noch ein Honigfresser rum. Ah ne, der hängt nicht rum. Der will hier auf den Highway, um wahrscheinlich Sachen zu verkaufen. Okay, das darf er tun. Die anderen sind hier ganz locker am Kaufen und Bauen. Nochmal rein. Die brauchen hier schon wieder irgendwie Geld. Ich weiß nicht genau, warum die hier Geld brauchen. Aber ich glaube, der Modifikator von 80 reicht aus, um einen zu kaufen. Würde alles andere... Macht ja auch keinen Sinn, oder? Also vom Gefühl her würde ich jetzt sagen, das müsste ausreichen, weil die waren jetzt schon bei 19, die Energiezellen, und 19 ist ja schon sehr teuer für Energiezellen. Die gibt es, glaube ich, von 11 bis 20 oder so. Und dann würde das ja eigentlich heißen, dass der bei 50% der Modifikator eigentlich, dass es ausreichen sollte. Ich habe mir jetzt auf 80. Auf erreiche System. Nupileus Glück. So, da drüben hängt jetzt hier noch eine Überfallgruppe rum.
Und die würde ich gern noch... Oh, wir sollten das nicht mit dem Boost machen. Die würde ich gern noch aufs Korn nehmen. Denn die hängt hier an unserer neu gebauten Station rum. Und das ist ja immer eher unpraktisch. So. Ah, okay. So ein Kark hier. Versuchen wir den doch mal hier aus dem All zu schießen. Mich wundert es auch ein bisschen, dass die nicht zurückschießen, die Teile. Wir können den jetzt hier richtig schön angehen. Und er tut nichts. Irgendwie komisch, oder? Naja, gut. Auf jeden Fall ist er jetzt weg. Wir sammeln hier noch den erweiterten Treibstoffkanister ein. Super. Hier unten ist jede Menge Remi-Demi. Hier drüben bauen die. Und das heißt auch, dass ich mich vielleicht mal wieder nach hier unten bewege. Mach mal ein Leitsystem an. Drück auf den Autopilot. Aber bedanke mich für heute erstmal. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier zurück bei X4 Foundations. Dann hoffentlich mit dem Ausbau der Station und der quasi der Einnahme des Sektors. Ich bin gespannt. Und freue mich auf euch. Bis dann. Macht's gut.